Liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Reingeschaut. Der ein oder andere hat es sicherlich gespielt, hat viel Zeit damit verbracht und ich muss gestehen, ich habe es bisher nicht. Wie ihr seht, hier unter mir, es geht um Portal. Portal 1 habe ich gespielt, fand ich super cool, habe es halt auch von der Konsole. Und ja, dann hat man mir erzählt, Linda, spiel unbedingt den ersten Teil, der Witz ist viel bissiger, der Witz ist viel böser und so weiter. Gut, holen wir nach. Hab jetzt hier so die Zeit und die Muße, das zu tun. So, wir fangen ein Spiel an. Ich habe schon mal ein kleines bisschen reingespielt. Das kennt ihr ja. Das mache ich schon mal. Einfach nur, damit ich nicht wirklich völlig verschallert da bin. Gut. Na, ich weiß, dass man Sachen hochnehmen kann mit E. Man kann sie wieder fallen lassen. Sie gehen auch kaputt. Und mein Klo sieht wirklich nicht nett aus. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Appetit. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar mucho. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Mhm. Oh. Deswegen kann ich so springen. Na gut. Dass die Leute vielleicht nicht begriffen haben, dass es hübsch ist, so auf dem Präsentierteller zu sein. Aber ja, egal. Ne? Wie bei immer bei solchen Spielen geht's ja. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Hm. Okay. Heißt, ich kann also nichts mitnehmen in die nächste Kammer. Und manchmal ist es wahrscheinlich auch besser so. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ja, gut, dann nehmen wir den mal durch und das ist jetzt super. Aber gut, na, es wird jetzt gleich wieder hier das Portal an der Stelle aufgehen. Hm. Noch wahrscheinlich sehr simpel. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. So, das ist ja einfach. Hm? Das ging echt schnell. Die ersten 2, 3, 4, 5. Also ich glaube, die ersten 4 Level oder sowas habe ich gespielt. So. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science.
das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Konen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz warten, bis hier das Portal geöffnet wird. Hey! Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Ja, dieser Humor ist schon so cool, geil. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja, nee. Also ich glaube, auf diese Idee würde ich niemals kommen. Aber es ist ja bis dahin ganz nett. Und noch nicht wirklich schwierig. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ja, bestimmt. Das glaube ich diesem Spiel nie. Aber nee, also, ne, bisher so ein einfaches Puzzlespiel. Und, Entschuldigung. Okay, einmal hierhin, einmal dahin greifen. Gibt's noch mehr? Da. Ey, pass da rein, muss er. Wo ist der hingefallen? Da. Na gut, nehmen wir den so und hier vorne hingepackt. Reingelegt. Yay! Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Aha. Hätte ich mir auch nie anders gedacht. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Das ist so böse, ne? So richtig, richtig böse. Okay, bisher musste ich noch nicht denken. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Okay, also damit das Hin und Her wird wahrscheinlich so eine Vorstellungsgeschichte sein, zum Thema, was man so alles tun kann. Also was es an Leveln zugeben wird und was noch dazukommt und so. Das wird wahrscheinlich so sein. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert.
Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Oh je, oh je. Jetzt muss man natürlich auch genau richtig gucken. Und je nachdem, wie man das Portal dreht, fällt man wahrscheinlich auch noch auf die verkehrte Seite oder so. So, das hat ja auch gut geklappt. Muss ja noch nicht so viel nachdenken. Jetzt scheint es so ein bisschen komplizierter zu sein. Jetzt fahren wir ein bisschen länger. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ja, super. Das ist doch... Ja, so, also damit setze ich das in Bewegung. Dann kann ich hier rüber. Dann kann ich hier warten, bis das Ding vorbeikommt. Supi, das war auch noch nicht kompliziert. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Aha, nee. Also hier auf jeden Fall sind die ja besonders. Und zwar so richtig. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ja, jetzt muss man schon ein bisschen mehr nachdenken. Ach. Nee, das ist ja... Okay. Also, ich muss den Würfel da durchkriegen. Den Würfel, wenn ich den aber nehme... Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Hihi, nein. So. So, das hätte ja trotzdem... Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Gut, das heißt also, man muss so ein bisschen lernen, um die Ecke zu denken bei dem Spiel. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, ich glaube, wenn du so eine Sache... gesagt kriegst, und es ist wirklich schwierig und wirklich kompliziert, dann nehmen wir doch mal eine andere Geschichte. So. Okay. Ja, Mikrofonständer. Die, die schon länger zugucken, wissen, dass ich da immer ein bisschen mitkämpfe mit meinen Mikrofonhalterungen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Impulse. Okay, warte. Ach so, ja, das ist so eine Springgeschichte, die gab es ja auch schon bei dem anderen. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. So, und einmal reingesprungen und rüber. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Und das wird jetzt wieder so eine Drehgeschichte und sauber da reinspringen. Kladang.
Das ist ja das, was etwas schwieriger ist, glaube ich, in Wirklichkeit dann. Ja, gut. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Ja. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Okay. Oh, da ist ein Knopf. Jetzt wird's also schon ein bisschen... Achso, wird's ein bisschen komplizierter. So, das bewegt sich jetzt also hin. So, okay. Wow. Oh, der Charlotte wird schon ein bisschen übel. Ja, es ist nicht ganz so einfach, aber... Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Oh, na ja, gut. Okay. Die geben einem also so richtig teures Spielzeug an die Hand, ey. Naja. So, und reingehüpft. Mit der Portal Gun. Das wäre schon echt ein... Wirklich, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch wirklich ein super geniales Spielzeug, ne? Gut, nächste Runde. Bereit, machen zum Rausschleudern. Wir gehen aus in den Raum. Plong. So, Absprung. Oh. Da oben ist der Würfel, da oben. Achso, oh, cool. Jetzt nicht das falsche Portal aufmachen. Nein, war das richtige. Sehr gut. Hat funktioniert. Also auf die Seite, da runter. Jetzt das Portal treffen. Ja. Toll. Aber gut, ne? Das ist jetzt so die Geschichte mit dem... Mit dem Kaputtsein. Ja. Ja. Ich fürchte, jetzt wird's kompliziert. Jetzt hat er so lange geladen. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben.
Nee, nee, das schon, Ah ja, es fühlt sich gut an, das zu wissen. So, was macht das Ding jetzt? Okay. Das bewegt sich rauf und runter. Hier muss ich also irgendwann auf diese Laufbahn springen, um den Klotz zu holen. Das habe ich verstanden. Okay, halt, komm her. Nein, verflucht. Daneben gesprungen. So, da muss... Dann hüpfen wir hier mal durch. So. Oh shit, da war noch ein zweiter, den müssen wir mitnehmen, ne? Urk. So schlimm. So. Welches haben wir da? Das machen wir dahin. Den heben wir auf. Und springen hier durch. So. Und hüpf. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie... Fuck.